Guten Tag, ich begrüße Sie zu einem AutoCAD Computer Tutorial für Steinmetz und Steinbildhauer, die vor allem an die Schüler der Meisterschule in Kaiserslautern gerichtet ist, aber auch für Interessierte, die im 3D-Bereich aktiv werden wollen, interessant ist. Extrusion und Differenz am Beispiel einer Küchenarbeitsplatte. Als erstes laden wir die Datei 3D-Übungen 1. Dann sollte unten rechts an dem Funktionsrad vom 2D-Modus in den 3D-Modellier- oder Modellierung-Modus umgestellt werden. Die 3D-Grundlagen sind etwas abgespeckt. Das heißt, die 3D-Modellierung bietet auch hier oben alle 2D-Funktionen, die wir benötigen, zwischendurch. Und ich muss nicht immer die Funktionsleiste dadurch umschalten. Ja, wir sehen, es gibt Polylinien, es gibt aber auch noch einzelne Linien bei dieser Zeichnung, die alle auf einem Layer liegen. Die einzelnen Zeichnungen müssen zu einer Region gewandelt werden, im Prinzip zu einer Polylinie oder auch zu einer Schablone. Das sieht man besonders dann gut im 3D-Bereich. Hier werden jetzt die Linien angeklickt. Enter-Taste, wenn es angezeigt wird in der Befehlszeile. Und es ist eine Polylinie. Die Abtropffläche ist auch noch in einzelnen Linien. Auch hier Enter-Taste drücken, Polylinie erzeugt. Region ist die Funktion, es gibt aber auch Linien, Polylinien erzeugen. Hier stelle ich nun die Layer um. Ich sind in der Datei drei Hilfslinien-Layer, farbig in der Struktur, damit einfach eine Unterscheidung möglich ist. Im 3D-Bereich sehen Sie später, hat das durchaus Vorteile. Jetzt eine räumliche Ansicht, eine Isometrie, damit kontrolliert werden kann, ob die 2D-Zeichnung auch in die dritte Dimension extrudiert wurde. Jetzt die einfache Extrusion oben bei Modellierung. Die Körper ziehe ich nach unten, weil die Abtropffläche sinnvollerweise auch nach unten das Volumen wegnimmt bzw. subtrahiert wird. 5 cm. Die Abtropffläche soll 1,5 cm sein. Die Bohrungen werden etwas größer definiert, mehr als 5 cm, um sie besser unten anklicken zu können. Sind hier 7 cm, kann auch mehr verwenden, ausgewählt worden. Sie sehen, es springt immer in der Linienfarbe auf Rot um. Das liegt ganz einfach daran, dass der aktuelle Layer übergeordnet ist. Das heißt, die Objekte, die sich verändern, springen automatisch auf den aktuell eingestellten Layer. Also hier 1,5 cm nach unten abgesetzt die Abtropffläche. So, jetzt werden nochmal zur Unterscheidung die Zuordnung auf die Layer vorgenommen. Visuelle Stile, realistisch erscheint mir sehr gut. Oben umzustellen bei Ansicht. Visualisieren. Jetzt im 3D-Bereich freier Orbit bietet differenziertere Möglichkeiten oder ein Feintuning beim Drehen, das empfehle ich. Hier sieht man jetzt, aus welchem Grund die Becken etwas höher oder tiefer gewählt wurden, um sie besser unterscheiden zu können bei gleicher Layerfarbe. Jetzt kommt die 3D-Funktion Volumenkörper bearbeiten Differenz. Icon anklicken. Das Objekt, das bleiben soll, als erstes anklicken. Enter-Taste bestätigen. Danach die abzuziehenden Objekte anklicken. Wieder bestätigen mit der Enter-Taste und die Subtraktion ist durchgeführt oder die Differenz ist durchgeführt. Nun fehlt noch die Abtropffläche. Man hätte sie auch gleich mit anklicken können.
Aber hier nochmal zum Zeigen, dass die Sichtbarkeit im 3D-Modus etwas schwieriger ist. Es besteht die Möglichkeit, wieder in den Drahtkörper-Modus zu wechseln. Da sehe ich nämlich etwas besser, wo das Objekt innen drin liegt, beziehungsweise kann die Linien gezielter anklicken. Jetzt wieder bei der Differenz, das Objekt, das bleiben soll, als erstes anklicken. Mit der Enter-Taste bestätigen. Dann das abzuziehende Objekt anklicken. Enter-Taste und das Volumen wird abgezogen. In der Perspektive kann man sich das nochmal etwas räumlicher anschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Ihr Bernd Decker.